So, jetzt geht's weiter mit Let's Play Mario Golf. Ja. Ich spiele dann so viel auf einmal, ich weiß gar nicht mehr, was ich gerade spiele. Ja, wir sind jetzt wieder stehen geblieben in Loch 6 mit Yoshi. Der gleich mal zu weit schießt und gleich mal den nächsten dran lässt. Los Mario. Mach's besser. Hey, Mario hat eine gute Ausgangssituation und ich mach echt einen Scheiß draus. Ja. Yeah. Aber versuchen kann man's ja. Ja. Yeah. Unter Versuchen hat ich mir ein bisschen was anderes vorgestellt. Aber das ist ja eh schon das letzte Turnier, von dem her kann man sich hier ein paar Fehler erlauben. Das geht wieder zu weit. Nein, der geht gar nicht zu weit. Eieiei. Der war schon knapp dran. Yoshi mit den Windproblemen von 18 Meter. Das sollte jetzt aber funktionieren. Also dafür, dass es etwas zu kurz geht, hüpft er gar nicht so schlecht. Sollte daneben gehen, ja, genau. Nee, Mario. Mal sehen. Wow, so gut lag noch nie jemand, Mario. Wenn du den jetzt versaust, echt. Nice Buddy, Mario. Hol die 96. Münze. Bowser ist hier in Führung. Geht's eh, ne. Deep in the rough. Ja, ist doch sowieso egal. Probieren geht über studieren und das funktioniert. Aber er liegt trotzdem nicht viel besser. Nee, geht doch etwas zu weit, aber immerhin Birdie ist noch möglich. Dass er so miserabel angefangen hat. Ja. Lassen wir das mal. Los, Wario. Deine Aufholchance. Nein, 20, 30 und der liegt auch sehr gut. Die Birdie-Chance für Wario. Nice Birdie! Hüpft hier aufs Green Edge. Aufs Ende des Grüns. Nee, Wario schafft das nicht, überhaupt nicht mit Gegenwind. Hoffentlich geht er jetzt nicht in den Bunker. Nein, da bleibt hier schön oben liegen. Nur 282 schießt er leider nicht. Von dem her hier eine ziemlich schwierige Igelchance, also keine Putter-Igelchance. Warum ging der in den Bunker? So hatte ich das nicht berechnet.
Aber egal, es geht auch aus dem Bunker. So, hier jetzt korrigieren und voll drauf. Ja, Wario ist einfach im Potten unbezwingbar. Hat noch keinen Pott versaut. Was ich jetzt weiß. Ja, dafür die Power umso mehr. Ja. Im Rock bleibt er liegen, okay. Probieren wir es so. Mal sehen, ob er diesen Part hier auch reinmacht. 23 Fuß ist normalerweise eine machbare Distanz für ihn. Oh nein, er verschießt einen. In Loch 8, das muss doch festgehalten werden. In Loch 8 verschießt Wario seinen ersten. Sein erstes Mal. Nö. Wie macht man das? Wie sagt man das am besten? Ja. Er putzte das erste Mal daneben, so. Der ging wieder zu weit, oder? Ja, Supi und Yoshi darf gleich mal einen Boogie. Hätte er nicht wenigstens zum Paar reingehen können? Okay, Yoshi, das war nicht so eine tolle Grenzleistung. Zurück auf Platz 9 mit nur minus 1. Yoshi, jetzt heißt es Gas geben. Damit du überhaupt eine Chance hast. So, hier jetzt ein Igel aus 100, das ist ein bisschen zu viel korrigiert. Ja, so geht der schön rauf. Und hat auch ca. 23 Fuß. Und der war zu schwach. Ja, dann müssen wir dieses Loch mit ein paar beenden. Aber wenigstens kein Boogie. Nee. Verschwendet Yoshi hier nicht unnötig Power. Denn er hat nur mehr 4. Und in den Rock rein. Und das sieht aber nach einer ziemlich. Okay, doch nicht. 47 Fuß, ich dachte, es sei näher. Oh, aber da hat echt nicht viel gefehlt, Yoshi. So, Mario. Wieder mit dem Versuch darüber. Wird aber ohne Nice Shot nichts. Oh ja, es wird sogar ohne Nice Shot was. Best Drive sogar. Der kommt sehr gut. Die Chance zum Igel lässt sich Mario nicht nehmen. Ja, das wird hier so ein klares Rennen für Mario. Und hier probiert er. Aber irgendwie trifft er nicht. Das ist out? Wo war das?
Okay, da hinten ist Au, das wusste ich nicht. Da war ich noch nie. Mario schießt an Orten, die gibt's gar nicht. Ja, falls ich dieses Let's Play dann durch habe, werde ich dann, ich weiß nicht, vielleicht das, was mache ich da? Das Mario Golf für den GameCube, Mario Golf Toadstool Tour, vielleicht auch noch LP, das weiß ich noch nicht. Oh, what the fuck, 118 Fuß. Wario, der Meisterpotter aus 118 Fuß. Okay, das war etwas viel zu viel. Ohohoho, da fehlt nur Zentimeter. Wir werden ja sehen, ob ich Lust drauf habe, das schon GameCube auch noch zu LP'n, weil ich hab's ja schon durchgespielt. Auf meinem richtigen GameCube. Jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt hier auch Let's Playen soll oder nicht. Naja, ich werde mir noch überlegen. Aber bis dahin wird es höchstwahrscheinlich eh noch länger sein, wenn das so weitergeht in Weltall. Komm Mario, und diesmal nicht ins Out, sondern hier irgendwo hin. Triff doch vorne auch mal. Das ist doch nicht so schwer. Und der geht schon wieder ins Out. Dass neben dem grünen gleichen Auto ist, das ist irgendwie, ja, verwunderlich. Böse gemacht. So, und jetzt Wario. Ja, endlich mal wieder ein neues Shirt mit dem Power. Oh, der geht sogar aufs grüne Ende. Potting Time! Go, Wario, Master of Potting! Oh, das war etwas zu viel. Nee, doch nicht, war sogar zu wenig. Aber eine sehr gute Annäherung, also von hier sollte Wario nicht verschießen. Und das Birdie ist damit fix. Und Wario wird, so wie es aussieht, das erste den Half-Turn erreichen. Außer er scheitert jetzt in dieser Welt, die was ziemlich schwierig ist. Okay, 250 geht nicht. Ne, das geht auch nicht. Naja, ein Versuch ist es ja wert. Okay, der war zu kurz. Und der war zu weit. Aber viel zu weit. Ja, wie schon gedacht, er wird nichts. Mal sehen, ob ich überhaupt noch bis zum Halftime schaffe. Und Yoshi wieder. Oh, ein Semi-Rough, diesmal nicht in den Rock. Und ein nice Shot aufs Grün. Was diesmal zu weit geht, natürlich. Und jetzt ein Meister Pot von hier. Oh, könnte der nicht. Mann. Wenn der die Stange getroffen hätte. Das wäre ein schönes Birdie geworden.
Aber irgendwie hat da die Stange nicht ganz mitgespielt. Ein Bunker ist vielleicht nicht so eine tolle Idee. Mal sehen, ob ich da... Wow, mit nice Shot raus. Das muss doch belohnt werden. Nee, der nicht. Oh, Mann. Hätte doch funktionieren können. Nee, jetzt mache ich das nicht mehr. Denn jetzt muss ich es schaffen und... Wehe, da drüben ist auch irgendwo out. Bunker soll mir nur recht sein. Immerhin besser als out. Und sogar ein Birdie möglich. Ja, aber... Man muss ja nicht alles nutzen. Mario sieht schon weit in Führung mit minus 7. Meiner Meinung nach, ja, mit minus 7. Okay, wo schießt sich Mario hier am besten hin? Der probiert es mal hier. Ohne Power schafft er natürlich ein nice Shot, ist doch klar. Und fährt direkt in den Bunker ein. Und sogar mit Power ein nice Shot. Und ab in den nächsten Bunker. Und von hier jetzt einlochen. Naja, netter Versuch. Hier hat sich vielleicht Yoshi die besten Chancen und ich habe Wario ausgelassen. Mario hat hier nämlich 21 Meter Gegenwind. Und warte mal kurz Pause. Meine Mutter hat mich gerade gerufen. Ja, also bei mir gibt es jetzt 11 Meter gegessen. Das heißt, Wario wird hier noch seinen Versuch beenden. Und danach wird ich den Part beenden. Bunker. Oh, fast ein Chip in, aber ja. Nachdem es jetzt beim ersten gibt, sage ich mal auf Wiedersehen für den Part. Und ich hoffe, er hat euch gefallen. Also auf Wiedersehen.